Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perl und wir befinden uns noch immer in Ewigenau und haben in der letzten Folge den zweiten Arena-Orden gewonnen. Und nun erkunden wir erstmal ein bisschen Ewigenau. Und was ist das denn für ein Gebäude? Team Galaktik Gebäude, Ewigenau, wir wollen deine Pokémon. Okay. Diesen Ort werden wir als letztes besuchen. Zuvor gehen wir hier mal rein. Und schauen einmal nach, was hier so los ist. Ich bin mal gespannt. Hi. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber deine Pokémon mögen sie nicht. Sie schmecken, die schmeckt bitter. Okay. Jemand sollte eine nicht bittere Kräutermedizin erfinden. Das wäre ein echter Durchbruch. Ja, vor allem, weil die Pokémon das dann mögen würden, eventuell. Willkommen im Kräuterladen, dem Heim wirkungsvoller und preiswerter Medizin. Hört sich nicht schlecht an. Heilpuder. Was bringt das denn? Ein bitteres medizinisches Pulver, das alle Statusprobleme deines oder eines Pokémon aufhebt. Hört sich nicht schlecht an. Ein bitteres medizinisches Pulver, das die KP eines Pokémon um 50 Punkte auffüllt, benötigen wir nicht. Eine bittere Wurzel, sie füllt die KP eines Pokémon um 200. Boah, was so viel? Krass. Vitalkraut, ein bitteres medizinisches Kraut, das kampfunfähige Pokémon belebt und die KP vollständig auffüllt. Das ist ja fast ein Top-Beleber. Beziehungsweise hat die gleiche Fähigkeit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich denke, wir werden uns erstmal nichts kaufen. Denn das ganze Zeug benötigen wir erstmal an dieser Stelle noch nicht. Vielleicht später. Diesen Ort müssen wir uns merken, dieses Haus hier. Ich sehe hier überall Fahrräder. Ich möchte auch eins. Ja, die Statue haben wir uns schon in der letzten Folge angeschaut, die sich hier befindet. Genau hier. Oh, das ist ein Item. Das holen wir uns gleich. Aber mit ihm hier haben wir noch nicht gesprochen. Angeblich ist ein Pokémon, das hier vor langer, langer Zeit gelebt hat. Warte, habe ich das richtig gelesen? Achso, angeblich ist das ein Pokémon, das hier vor langer, langer Zeit gelebt hat. Hier sind Fahrräder. Ein Gebäude, da können wir nicht rein, leider. Dann schauen wir doch erstmal, ob wir das Item holen können. Ja, dafür müssen wir hier durch. Baum zerschneiden, ja. Durch die Hilfe von Bediza. Gehen wir hier mal durch. Dann hier nach hinten und setzen wieder Zerschneider ein. Und dann holen wir uns das Item, das sich hier hinten befindet. TM 46 Raub. Dann gehen wir auch schon weiter, nicht in das Gebäude. Das hat hier sogar solche Spitzen hier an der Seite. Also richtig gefährlich. Gut. Mit euch habe ich, oder mit ihm hier habe ich glaube ich auch noch nicht gesprochen. Hey du da. Ja du, Trainer, du. Schon gut. Du siehst zäh aus. Ich werde dir deine, du kannst deine Pokémon behalten. Nein, ich glaube, das habe ich schon vorgelesen. Mit dem habe ich auch schon gesprochen. Aber mit dem hier noch nicht. Mein Freund sagt, Team Galaktik hätte ihm sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Ich glaube, er lügt. Die Mitglieder vom Team Galaktik sehen so cool aus. Die würden so etwas nie tun. So kann man sich täuschen. Man sagt, das sei eine uralte Stadt. Aber man sieht es ihr nicht an. Schau nur, all diese hohen Gebäude. Das ist der Fahrradladen. Radl, Reiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Dann schauen wir da nochmal rein. Vielleicht erhalten wir ja sogar ein Fahrrad. Der Manager ist im Gebäude des Team Galaktik gegangen. Aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Oh. Da müssen wir gleich ganz flott hinterher. Ich glaube, der Herr wurde entführt. Und so kommen wir dann zum Fahrrad.
Und du? Ewigenau ist auch nicht mehr, was es früher mal war. Seit Team Galactic dieses Gebäude gebaut hat, ist die Atmosphäre hier ganz gruselig und angespannt geworden. Was machen die hier überhaupt? Und was ist das für ein Gebäude? Wohnanlage Ewigenau. Namensbewertung möglich. Ah, für Spitznamen kann man dann so eine Bewertung erhalten. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein. Verstehe, bis zum nächsten Mal. Hi, ich bin ein Gebäudewächter. Ich bin 24 Stunden am Tag wachsam. Das ist gar nicht gut. Entschuldigung, hast du ein Pokémon namens Marmeline? Ja, habe ich. Willst du es gegen meinen Plauderguy tauschen? Nein, keineswegs. Oh, schon gut, verstehe. Es zwingt dich ja keiner. Aber wenn du deine Meinung änderst, müssen wir unbedingt Pokémon tauschen. Vielleicht könnten wir uns ja ein zweites Marmeline fangen und das dann tauschen, weil ich glaube, Plauderguy ist sogar recht selten in diesem Spiel. Arenaleiterin Sylvana geht oft in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Vielleicht trainieren oder sowas. Hier können wir uns ausruhen oder was? Schon gut. Deine TM-Aufbereitung? Diese TM-Aufbereitung habe ich jetzt schon so lange. Ich kann sie einfach nicht richtig verwenden. Ich schenke sie dir. Hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. TM 67 erhalten. Vielen lieben Dank. Sehr nett. Befindet sich dort was im Mülleimer? Der Abfalleimer ist leer. So, wir gehen nach oben und schauen dort mal nach, was dort so los ist. Ganz viele Menschen. Du kannst mich nicht fangen. Ich habe Fallen aufgestellt. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf den Forschersack. Ich habe viele Bären gesammelt und tausche sie gegen Accessoires. Ich bin fast so weit, dass ich den Wettbewerb in Herzhofen gewinne. Orden der Arenen oder gewonnene Wettbewerbe. Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten, den Sieger zu sein oder ein Sieger zu sein. Und ich hoffe, du findest etwas, wobei du der strahlende Gewinner sein wirst. Das sind schöne Worte. Hahaha, ich habe dich erwischt. Ich nehme jetzt deine Fahne. Besitzen wir denn schon den Forschersack? Ich glaube nicht, oder? Nein, noch nicht. Den bekommen wir bestimmt noch. Könnte ich mir vorstellen, denn dann kann man in den Untergrund gehen. Und dort zum Beispiel Steine erhalten und Spiele machen und so weiter und so fort. Eigentlich recht interessante Sachen. Die Arena kennen wir schon. Wenn du Ewigenau besuchst, musst du dir ein Fahrrad besorgen und den Radweg entlang fahren. Die Musik dröhnt gerade so auf meine Ohren. Ich kann mich kaum konzentrieren. So, hi. Mit dem Forschersack ist es aufregend, den Untergrund zu erforschen. Den besitzen wir aber noch gar nicht. Und hier so? Da ist nichts los. Dann gehen wir auch schon nach oben. Da ist nichts mehr. Und hier haben wir auch schon alles gesehen. Ich glaube, wir müssen noch mal zur Statue. Warte, haben wir schon mit dir gesprochen? Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir Team Galactic sind so stinkreich, dass wir 10 Stück davon bauen könnten. Na gut. Was du nicht sagst. So. Da ist auch noch ein Gebäude und da ist wieder so ein Rüpel von Team Galactic. Hey, Kindchen, weg da von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Ob die so offiziell ist, kann ich mir kaum vorstellen. Oder wurde das von der Stadt genehmigt? Ich weiß es nicht. Ewigenau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon gebaut oder erbaut. Vieles
hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste bleibt erhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, war sie der Mittelpunkt vieler Feste und Feiern. Ja, ist ja auch was ganz Besonderes. Ist ja so fast der Mittelpunkt der Stadt, so eine Statue. Sieht ganz schnicke aus. Und was geht hier so ab? Ewig genau, lebendige Vergangenheit. Route 211, Richtung Ewig genau. Und hier kann man dann schon weitergehen. Okay. Da gehen wir dann noch nicht hin. Wir tauschen einmal Barmelin an die erste Stelle. Denn Barmelin ist ja unser schwächstes Pokémon. Und somit gehen wir hier mal rein und schauen mal so, was hier so los ist. Was hat Team Galactic vor? Wir werden es herausfinden. Oh nein, alles voller dieser Rüpel. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Sternenhimmel. Willkommen bei Team Galactic. Willst du deine Pokémon spenden? Was nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens und der Verdacht bestätigt sich und dort muss man wohl einen Doppelkampf durchführen. Und dafür tauschen wir einmal die Pokémon. Wir setzen mal Luxio an die zweite Stelle. Let's go! Mögen die Spiele beginnen. Wir sammeln Pokémon für ein erstaunliches Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Okay, entschuldige, aber Team Galactic nimmt keine Kinder auf. Das ist aber schade. Oder besser so. Ist wirklich besser so. Wompel und Zubat. Zubat kommt mir sehr bekannt vor. Los, Barmelin und Luxio. Luxio kann ja noch keine richtige Elektroattacke. Das würde uns aber hier an dieser Stelle eigentlich recht gut helfen. Wir setzen erstmal Aquaknarre ein. Auf Wompel. Und danach setzen wir bis auf Zubat ein. Los, Barmelin, Aquaknarre. Reicht das schon? Nein. Jetzt kommt Biss. Und das sieht doch ganz ordentlich aus. Das sieht nicht so viel ab und das denke ich auch nicht. Nein. So, Zubat ist gleich besiegt. Durch die Attacke Biss. Wompel ist noch nicht besiegt. Aber Zubat ist jetzt besiegt. Und wir erhalten somit ein paar Punkte. Plus 81 und plus 81. So, Giftstachel. Dann hoffe ich doch mal, dass Luxio nicht vergiftet wird. Das wäre ärgerlich. Ah, jetzt kommt Charmian. Gut. Auf Wompel wieder Aquaknarre und auf Charmian setzen wir mal Biss ein. Mal schauen, ob das was bringt. Nein, Barmelin schreckt zurück. Das ist nicht gut. Das zieht die KP bis zur Hälfte ab. Die Attacke Biss. Dann probieren wir es nochmal mit den gleichen Attacken. Ich hoffe, das führt uns zum Sieg. So. Dann nochmal Biss und Charmian wurde somit besiegt. Und ist damit kampfunfähig. Und Barmelin erreicht Level 16. Yeah, super, klasse. Das ist prima.
Oh, cool! Luxio erreicht Level 18. Vielleicht erlernt er ja auch eine neue Attacke. Ja, Funkensprung! Endlich! Endlich, endlich, endlich! Eine Attacke vergessen natürlich. Das ist Funkensprung. Uns schwächt das gegnerische Pokémon, also die Stärke ist um... Papplapapp, hier, die Stärke ist 65, so. Das kann ein gegnerisches Pokémon schwächen. Daher lassen wir mal Silberblick verlernen. Und erlernen damit Funkensprung. Ein Pokémon hat er noch. So, dann einmal Aquaknarre. Und dann setzen wir nochmal Biss ein. Auf seinem Panekon. Somit ist auch dieses Pokémon besiegt. Nein, noch nicht. Aber wenn wir beide Attacken einsetzen natürlich, dann ist das Pokémon besiegt. Das steht fest. Das ist sicher. Auf jeden Fall. So, die Rüpel wurden besiegt. So. Wir bekommen ein paar Pokédollar dazu. Und können auch schon weitergehen. Oh. Die machen eine LAN-Party. Was spielt ihr denn? Warcraft 3 oder was? Arbeit, Arbeit. Ja, mein Lord. Sie habe ich aber nicht gewählt. Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam. Und dir wird nichts verziehen. Also, das hört sich nicht clever an. Ganz und gar nicht. Das strotzt gerade nicht vor Stärke. Könnte man an dieser Stelle erwähnen. So. Dann kommt wieder Aquaknarre. Ist, glaube ich, hier die richtige Wahl. Gegen Wampel. Fadenschuss. Da verliere ich den Faden. Und die Initiative von Barmlin sinkt und somit ist er nicht mehr so schnell. Aber trotzdem schneller als Wampel. Und somit wurde Wampel besiegt. Ja, das ist gut. Das ist super. Nein, das Pokémon wollte ich nicht wechseln. Wartet, bei Zubat hätte ich doch das Pokémon, glaube ich, wechseln sollen. Da hätte ich jetzt Super Luxio einsetzen können. Aber habe ich an dieser Stelle nicht getan. Vielleicht geht es ja auch mit Barmelin. In der Hoffnung, dass er nicht... Flügelschlag einsetzt. Das wäre nicht so toll. So. Ja, ein Volltreffer. Das läuft doch wie geschmiert. Klasse. Dam-dam, dam-dam. Ja, super klasse. Das freut mich. Ja, und was spielst du so? Ach, hier, Counter-Strike. Okay. Team Galactic arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Okay, und was sagst du? Ich spiele ja alle was anderes. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja hier jetzt... Aliens vs. Marines, okay? Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer... Stibitzt. Gut, welches Pokémon ist es denn? Ein Schalocco. Okay. Level 15. Mal gucken, wie weit wir mit Aquaknarre kommen. Mal schauen, ob das Barmelin aushält. Wir hoffen es natürlich. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. So. Wir benötigen noch zweimal Aquaknarre. Beziehungsweise können wir gleich auch etwas anderes einsetzen. Das ist ja nicht das Problem. Ein Volltreffer sogar. Wir setzen mal Sternschauer ein. Das sollte, glaube ich, genügen. Und tschüss, Schalocco. Somit erhalten wir ein paar Punkte. 231 insgesamt.
und erreichen somit fast Level 17, aber nur fast. Wohlgemerkt. Gut, gut, gut. Ich glaube, ich setze erstmal einen Trank ein. Und zwar... Supertrank. Einsetzen. Warte, nein, das wäre unnötig. Wir setzen mal Trank ein. Einmal. Und noch einmal, oder? Gut. Hat sich, glaube ich, gelohnt. Ja, und was sagst du dort drüben? Oh, Minecraft. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequelle nutzen. Ein furchtbares Vorhaben. Wohlgemerkt. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Das habe ich nie gesagt. Was soll das? Ich will nur den Fahrradbesitzer retten und einfach Team Galactic verscheuchen. Das ist mein Vorhaben. Denn was die vorhaben, ist gar nicht gut. So. Mal schauen, wie oft wir noch Team Galactic begegnen werden. Bestimmt noch sehr oft. Gehe ich mal von aus. Mal schauen, ob Barmelin gleich Level 19, Level 17 erreicht. Aber Barmelin kann man hier ganz gut trainieren. Das freut mich. Das läuft doch wie geschmiert. Jetzt kommt Zubat. Da setzen wir allerdings auch Barmelin ein. Das war jetzt hier nicht die beste Wahl und wir hoffen natürlich, dass Zubat nicht Flügelschlag einsetzt. Das wäre dann natürlich suboptimal. Erstauner, zum Glück. Da bin ich erstaunt. Die Wortspiele werden nicht besser. In diesem Let's Play. So, Zubat wurde besiegt und somit sollte Barmelin Level 17 erreichen. Yeah! Level 17 wurde erreicht. Es läuft bei Barmelin. Und jetzt kommt Schalocco. Und dann machen wir doch mit Barmelin weiter. So. Dann setzen wir wieder Aquaknarre ein. Mal schauen, ob das schon reicht. Nein, noch nicht. Wir benötigen noch einmal Aquaknarre. Und dann ist Schalocco besiegt. Gut, gut, gut. Somit erhalten wir wieder ein paar Punkte. Und an dieser Stelle würde ich dann erstmal sagen... dass wir an dieser Stelle in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dann. Erstmal ciao.